Hallo du, herzlich willkommen zu dieser Wochenbotschaft vom 1. bis zum 7. November. So, meine Lieben, wir wollen jetzt mal schauen, was denn in dieser ersten Novemberwoche auf euch zukommt. So, was ist denn die allgemeine Wochenenergie vom 1. bis zum 7. November. Worum geht es in dieser Woche? Es geht um die Innenschau. Es geht um Spiritualität. Es geht darum, sich zu entspannen, in der eigenen Mitte zu sein, sich mit der spirituellen Kraft zu verbinden und in sein Innerstes zu schauen. Und sich eins zu fühlen mit dem ganzen Universum. Tritt aus deiner Wohlfühlzone und wovon musst du dich befreien? Sehr passend für diese Zeit. Es geht darum, etwas loszulassen, etwas hinter sich zu lassen und in was Neues zu gehen, aufzusteigen. Ich habe das Gefühl, hier wird was aus der Vergangenheit losgelassen. Hier geht es in die Zukunft. Der aufsteigende Mondknoten ist immer der Anzeigepunkt, wo es hingeht. Ja, was ist die Zukunft? Wie geht es weiter? Was ist dein Schicksal? Wo soll es hingehen? Und diese Woche wird dich in deiner spirituellen Kraft damit verbinden, wovon du dich jetzt befreien kannst, was du loslassen kannst und wo es jetzt hingeht. Tritt aus deiner Wohlfühlzone, nehme ich jetzt eher so wahr, dass du, es ist ja auch eine Wohlfühlzone, wenn man an den Alten festhält, ja. Ich nehme hier die Energie jetzt erstmal nicht so wahr, dass du hier auf von einer Party zur nächsten ziehst. Nein, überhaupt nicht. Es ist noch sehr nach innen gekehrt, es ist noch sehr bewusst bei dir selbst, in der Ruhe, in der Stille. Aber wo du für dich selbst aus der Wohlfühlzone trittst, ja, wo du dich traust, das Alte hinter dir zu lassen und in was Neues zu gehen. So, schauen wir mal, was wir hier noch haben. Worum geht es in der ersten Novemberwoche? Da haben wir es. She who is present. Es geht um das Jetzt, es geht um Bewusstheit und es geht um Akzeptanz. Es geht darum, dass du vollkommen im Hier und Jetzt bist und in deiner Kraft bist. Dass du jetzt in dich gehst, präsent bist. Also wirklich eine sehr starke spirituelle Energie hier, was ich wahrnehme. Eine vollkommene Akzeptanz dessen, dass man das Alte jetzt eben hinter sich lassen kann und dass jetzt einfach es in was Neues reingeht. Ja? Und damit landest du schon im Hier und Jetzt, indem du Vergangenheit und Zukunft loslässt und akzeptierst. So, was haben wir hier noch für die, wollte ich schon sagen, für die Skorpione. Ich bin noch bei den Sternzeichen-Videos. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut sie euch gerne an. Ich habe sie vor, ich glaube, schon einer Woche hochgeladen. Könnt ihr erfahren, wie euer November wird. So, wir sind ja jetzt auch in der Skorpionzeit. Schauen wir mal, worum geht es denn in dieser ersten Novemberwoche? Es geht um Bewusstheit, es geht um dich, es geht um deine Identität. Es geht um deine Strahlkraft, um deine Aura, um dein Sein, um dich geht es. Ganz klar. Das nehme ich hier sehr deutlich wahr. Und die Spiritualität wird dir dabei helfen, das Hier und Jetzt wird dir dabei helfen, loszulassen von dem Alten und in etwas Neues zu gehen, etwas Neues in dein Leben zu lassen, für etwas Neues Platz zu schaffen. So, und dann wollen wir jetzt mal schauen, was wir hier noch über das Tarot herausfinden. Liebes Universum, bitte eine klare Botschaft für die Woche vom 1. bis zum 7.11.
worum es hier geht, was hier passiert. Was passiert hier in dieser Woche vom 1. bis zum 7. November. Vom 1. bis zum 7. November. Hier geht es um die Emotionen, hier geht es um die Gefühle. Es geht darum, in eine volle emotionale Kraft zu kommen. Du bist hier sehr stark in deinem Gefühl, in deinem Gefühlsleben. Du bist stark mit deinen Emotionen verbunden diese Woche. Und das sehr kraftvoll. Also mit den Emotionen nehme ich hier gar nicht wahr, dass du da irgendwie so emotional aufgewühlt bist oder durcheinander und immer am Heulen oder sowas. Nee, gar nicht. Im Gegenteil, ich nehme es eher so wahr, dass du einfach so stark mit dem Hier und Jetzt, mit deiner Identität, mit deinem Sein, mit deiner Kraft, mit der Spiritualität verbunden bist und alles akzeptierst und dadurch in so einer bewussten, präsenten Kraft bist, dass es dir einfach gut geht. Es geht dir gut. Ja? Hier kann man ganz stark sehen, es geht um emotionale Stärke, es geht um emotionale Kraft. Vielleicht auch etwas, was bisher zu kurz gekommen ist. Ja, dass man wie, vielleicht war man nur dabei zu funktionieren, zu machen, zu tun und war dadurch ein bisschen von den Emotionen abgeschnitten, von deinen Gefühlen abgeschnitten und das ist jetzt hier anders. Ja, du befreist dich hier von dem Alten. Ich habe das Gefühl, vielleicht, wenn wir es gleich hier nicht sehen, werde ich mir das nochmal hier mit dem Tarot anschauen, was das denn ist. Aber schauen wir mal weiter. Drei der Emotionen. Hier sehe ich auch Dankbarkeit und Demut. Also, dass du voller Dankbarkeit und Demut bist über deine Kraft, über deine Lebensenergie, über diese volle Kraft der Emotionen. Du bist hier im Einklang mit dem ganzen Sein, mit dem Zyklus. Übrigens werden wir auch einen ganz tollen Neumond haben im Skorpion diese Woche. Ich lade euch herzlich ein, das Neumond-Orakel zu schauen. Ich werde es am Anfang der Woche online stellen. Also gerne schau es dir an. Eine sehr transformierende Kraft und wirklich, man sieht es auch, hier ist wirklich viel Wasser zu sehen, viele Gefühle, viele Emotionen. Das ist keine Woche, wo du nur leistest und machst und gibst und überfordert bist. Nein, ich sehe hier, du bist stark in deiner Präsenz und in deinem Gefühl. Du bist in deiner emotionalen Mitte. 10 der Schwerter. Hier ist der Schlussstrich. Das ist die Befreiung. Du befreist dich hier von etwas. Schauen wir mal, was das hier sein könnte, ob wir das hier schon rausbekommen. Der Hierophant. Hier geht es darum, auch im Vertrauen zu sein. Also dieses Ende, dieser Schlussstrich, den du hier ziehst, das werde ich gleich nochmal klären, was das denn ist. Das machst du in vollem Vertrauen und auch sogar in Dankbarkeit. Also ich sehe dich hier nicht bitter und verletzt und total neben dir stehend. So sehe ich dich nicht. Nein, ich sehe dich sehr, ja, sehr, sehr rein, erwachsen, in einer ungeheuren, starken Kraft. Ja, also so ein bisschen komme, was wolle. Ich akzeptiere es und das kann nichts in meinen Emotionen und in meiner Kraft erschüttern. Ich bin hier bei mir, ich bleibe im Vertrauen ins Universum und ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ist. Ich weiß, was um mich ist mit dem ganzen Universum. Und da bist du einfach im Vertrauen. Und da haben wir es, die Transformation, der Tod, die starke Transformation. Ein Zyklus endet und ein neuer beginnt. Hier endet etwas und ein neuer Zyklus fängt für dich an.
etwas Neues beginnt für dich. Und das Schöne ist, mit dem Hierophanten bist du da im Vertrauen. Du beendest das Alte endet. Das ist hier doppeltes Ende, ja, also 10 der Schwerter und der Tod. Und so schön, dass der Hierophant hier dazwischen ist, weil dadurch sehe ich eben auch, dass das ein vertrauensvolles Ende ist. Du bist in völliger Akzeptanz dabei. Und das tut dir nichts Schlechtes, im Gegenteil. Hier haben wir sogar die Königin der Schwerter, also hier auch wirklich dann sich trauen, unabhängig zu sein, sich von dem Alten zu lösen. Ich möchte jetzt tatsächlich mal schauen, wovon musst du dich befreien? Dazu hätte ich gerne Erklärungen, was das denn ist. So, was ist das denn hier, wovon man sich befreit in dieser Woche? Wovon befreit man sich hier? Page der Schwerter. Page der Stäbe. Und 4 der Kelche. Okay. Also, ich nehme hier wahr, das ist etwas, was du nicht willst. Und ich nehme hier Pagenenergie wahr. Also, tatsächlich nehme ich hier Personen wahr, von denen du dich auch trennst. Das können natürlich auch Umstände sein. Die Umstände sind Dinge, die du kritisch betrachtest. Die du kritisch beäugst und du möchtest die nicht. Ich nehme hier aber tatsächlich Personen wahr. Ich nehme hier einen Pagen der Stäbe und einen Pagen der Schwerter wahr. Bei diesen Karten hier in dieser Legung nehme ich jetzt nicht wahr, dass es um die Energie oder die Bedeutung dieser Karte geht, sondern dass es hier tatsächlich um Personen geht, um Pagen. Also Personen, die dir nicht gewachsen sind auf irgendeine Art und Weise. Das könnte hier zum Beispiel im Liebesbereich sein, weil ich sehe nämlich hier, dass man emotional hier nicht erfüllt wird. Es geht hier um emotionale Erfüllung, ja. Es geht hier um Dankbarkeit, Demut. Ich sehe hier auch zum Beispiel, dass Freunde sehr wichtig sind. Also deine wichtigsten, liebsten Menschen hier für dich sehr wichtig sind. Und mit den 4 der Kelchen sehe ich so, dass das hier, diese 2 Pagen, dich emotional überhaupt nicht erfüllen. Im emotionalen Bereich erfüllen dich diese Personen hier nicht. Das kann auch eine Person sein. Mit dem Pagen der Stäbe kann das hier eine Affäre sein. Mit dem Pagen der Schwerter kann das jemand irgendwie in der Distanz sein, jemand, dem man kritisch gegenübersteht. Wo vielleicht auch hauptsächlich die Gespräche im Fokus standen. Das kann aber auch eine Bekanntschaft, Freundschaft sein, wo man einfach emotional nicht mehr diese Verbundenheit spürt. Hier nehme ich ganz klar wahr, dass du dich hier von Umständen trennst, von Personen trennst, die dir emotional nicht mehr das geben, was du möchtest und was du dir wünschst für die weitere Zukunft auch. Ich möchte jetzt mal schauen, tritt aus deiner Wohlfühlzone aussteigender Mondknoten, was denn damit gemeint ist. Was ist damit gemeint? Wo soll es denn hier hingehen? Beziehungsweise wo geht es hier hin in dieser Woche? Den Ritter der Schwerter, dem Narren und dem Rat des Schicksals. Hier geht es in dein Schicksal, ne? Mondknoten ist eben auch Schicksalspunkt. Es geht um einen Neuanfang. Und der Ritter der Schwerter, was ich hier ganz toll finde, ne, diese Atmosphäre ist so, ich entscheide mich dafür und ich lasse alles hinter mir. Was heißt alles? Alles klingt so totalitär, aber alles, was dir im Wege steht für diesen Neuanfang, das lässt du hinter dir. Ja, dieser Neuanfang wartet auf dich in der Zukunft. Ein karmischer Kreislauf wird hier beendet mit dem Rat des Schicksals. Auch hier mit dem Tod. Ne? Irgendwas geht jetzt zu Ende und es geht jetzt in was Neues. Und du kannst dich von diesen ganzen Pagen hier verabschieden. Es kann auch sein, dass von diesen Personen jemand ein Feuerzeichen ist und jemand ein Luftzeichen. Das ist möglich, muss es aber nicht sein.
Aber diese Energie nehme ich hier, war wirklich, es könnte hier um irgendwie eine Bekanntschaft sein, die vielleicht irgendwie ein bisschen distanzierter war und irgendeine Affäre, kann sich auch hier um eine Sache handeln. Auf jeden Fall ist hier emotional keine Erfüllung mehr drin zu finden. Und jetzt, wo es hingeht, ist ganz klar, dass du dich dafür entscheidest, auch der Ritter der Kelche, der bricht hier auch notfalls die Brücken ab und der geht hier seinen Weg, wie der Narr hier, losgelöst mit leichtem Gepäck, am besten gar kein Gepäck, gehst du hier einfach in deinen Neuanfang und dieser karmische Zyklus endet hier. Ja, dieser karmische Kreislauf ist hier beendet. Du hast hier viel gelernt. Ja, hier sind viele Lernaufgaben gewesen, vieles, was du über dich gelernt hast und du bist hier dabei komplett zu akzeptieren. Diese starke Akzeptanz, die ich hier spüre, ist auch das, was ich beim Ritter der Schwerter spüre. Du bist hier wirklich in dieser Woche emotional so stark, dass dich hier nicht wirklich was aus der Bahn werfen kann. Du bleibst bei dir. Also was auch immer geschieht, du bist im Vertrauen, du bist in Dankbarkeit, du bleibst bei dir, du weißt, wer du bist, du weißt, was in dir steckt, du weißt, was das Universum hier zu bieten hat. Und das wirft dich hier nicht so aus der Bahn. Also eine stark transformierende Woche, eine stark verändernde Woche, wo es jetzt einfach darum geht, in einen neuen Zyklus zu kommen, in einen neuen Übergang. Und was ich so schön finde, ist, dass du bei dir bleibst, dass du in deiner Kraft bleibst. Ja, sehr, sehr schön. Okay, das war's auch schon mit der Wochenbotschaft. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, sie hilft euch weiter. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Die Infos dazu findet ihr unter diesem Video. Und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Lasst mir gerne einen Kommentar da, einen Daumen hoch. Und ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, da heiße ich atemistarot22. Die Infos dazu und viele schöne weitere Empfehlungen, wie zum Beispiel die verschiedenen Kartendecks, die ich benutze, findet ihr immer unter meinen Videos. Und ich wünsche euch allen, meine Lieben, ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.